Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Praxis. Es geht weiter mit dem Turnier Blood and Wine. Also, das heißt nicht das Turnier, sondern dieses Expansion Pack. Und ja, wir standen beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, hier. Ich bin auch nur von da bis hierher gerannt, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe keinen Sound. Und dann musste ich nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen, den Sound wieder einschalten. Und ja, deswegen ist es nicht mehr genau an der gleichen Stelle. Zugreifen, frisch und lecker. Drachenaugen am Spieß? Mhm. Dann wohl keine echten Drachenaugen sein. Höret und sehet, ihr hochstehenden Herren. Hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Reinfahren von Atre. Harm Akersberg von Mecht. Donimir von Troja. Guy de Bois Fresnay im Dienste der Herzogin. Delvin von Gregiau. Graf Tai von Dorndal. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien. Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Er scheint ja riesig Lasst zu sein. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Nichts sagen, gut, verstehe ich nicht. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier! Vivienne, Schönheit betörender Zier! Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit! Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Geralt dahinfliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Okay, schauen wir mal. Laufplätze! Und los geht's! Es donnern die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus? Hab ich nicht getroffen? Ach du Scheiße. Nein, ich werde es auch so schaffen, aber... Viel Glück auf dem Weg, Hexer! Was? Toll, wie ich es nicht schaffen werde, weil ich zwei verdammte Male dieses Ding nicht treffe.
ihr mich verarschen, verdammt nochmal? Und was laufen denn die Leute hier rum? Fuck! Gibt's ja nicht! Was für ein Jammer! Was soll man da singen? Hoffentlich weiß er, das Schwert gut zu... Komm mit mir zum Fest. Wir warten gemeinsam. Ich lade jetzt logischerweise. Ich habe keinen Bock hier. Also ich verstehe auch nicht, wieso da nicht trifft. Unglaublich. Als ich dieses Übungsring gemacht habe, habe ich einfach getroffen. Wir bespringen das aber logischerweise, das dann anschauen, wenn wir es geschafft haben. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Boah, natürlich dauert es ewig. Ich verstehe auch nicht, warum man hier nicht ins Menü rein kann. Man kommt nicht ins Menü rein. Möge das Blut, das ich vergießen will. Ja. Ich glaube, das hier ist der Start von dem Rennen. Ich verstehe nicht, warum wir die Puppe nicht treffen. Wir sind genau daneben und schlagen zu und er schlägt daneben. Es ergibt gar keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Egal. Wir machen es nochmal und gewinnen jetzt. Punkt. Ah, das ist bitter. Krass. Ich werde jetzt mal versuchen, nicht zu sprinten in der Situation, sondern langsam ranzureiten. Weil durch das Sprinten bin ich dann auch so weit weg, das lohnt sich ja nicht umzudrehen oder so. Vielleicht, wenn ich dann langsam das Ganze mache und nicht treffe beim ersten Mal, kann ich halt einfach zurückgehen und das Ding treffen. Weil wie man gesehen hat, man schafft es definitiv nicht, wenn man alles verpasst von den Puppen. Wir haben ja die Ziele haben wir getroffen gehabt, nur die Puppen haben wir verpasst. Na komm. Während des Blockens kannst du mit Schwert ziehen, wegstecken, das aktive Zeichen ändern. Und das will man warum machen? So. Come on, baby. Jetzt aber. Und los geht's. Es donnern die Hufe. Es donnern Applaus. Nun wird es sich zeigen. Wer prescht wohl voraus? Hä? Habe ich eine Puppe verpasst? Habe ich eine Puppe verpasst? Da kam doch vorher eine Puppe. Ich habe keine gesehen. Hä? Oh Gott, ich glaube, ich habe eine einfach nicht gesehen. Okay. Geht sehr gut los. So, jetzt. Na also. Okay, wenn wir jetzt nichts weiter verpassen, dann schaffen wir es bestimmt. Renn schneller! Oh mein Gott. Alter, das gibt's nicht! Eines Tages bin ich berühmt. So berühmt wie du. Komm, Geralt. Ihr hört auf, hier rumzulaufen. So, ich denke, diesmal schaffen wir es. Jetzt kommt da wahrscheinlich auch wieder was zum Schießen. Das ist einfach. Es sei denn, Geralt... Er schießt von alleine. Ich mache gar nichts. Also, er hat von alleine abgezogen. Sehr gut. Ich renne jetzt mal hier lang. Geht beide Wege. Also, es ist wirklich schwieriger als gedacht. Aber ich glaube, das liegt nicht an meinem Unvermögen, sondern daran, dass das gerade bei der Puppe die Collision Detection nicht wirklich gut war. Und hier jetzt Geralt bei der letzten Zielscheibe halt einfach von alleine geschossen hat. Wird's doch nochmal knapp, oder was? Okay. Boah, ist aber echt lang, aber ich find's gut, mein. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht der Grund, den ich mir gewünscht hätte, warum es schwierig ist, diese Aufgabe. Weiterreiten, meine Fresse. Och, jetzt geht das wieder los. Er schießt wieder von alleine.
Alter, ich verliere schon wieder. Ich lade jetzt direkt neu, weil ich keinen Bock habe, dass ich wieder so ewig warten muss. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Er hat einfach von allein. Also, ich habe halt auf mittlere Maustaste gedrückt, wo man, also auf die drückt man, um zu zielen mit der Armbrust. Und habe sie gedrückt gelassen, die mittlere Maustaste. Und da zielt er und schießt halt nicht. Und er hat halt die ganze Zeit immer wieder geschossen, ganz von alleine. Hat immer wieder geschossen. Unglaublich. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das irgendwie am Spiel liegt oder ob die mittlere Maustaste irgendwie defekt ist. Ich hatte ja schon mal die Vermutung, dass das mit der nicht stimmt. Aber es ist komisch, es ist echt komisch. Hat es diesmal schneller geladen? Kann das sein? Und los geht's. So, jetzt gucken wir nochmal ganz genau hin. Ich habe doch eine Puppe übersehen gehabt. Ich habe die nicht gesehen. Beim zweiten Rennen. Ach, wegen dem Baum hier, weil die genau in dem Busch war. Okay, die Zeit ist fast wieder voll. Ich denke, könnte man trotzdem schaffen. Wieder macht das Geralt so, wie ich es nicht will. Hat schon wieder. Er schießt. Ich drücke gar nicht mehr auf den Knopf. Er schießt immer noch. Also da ist irgendwas buggy auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er an meinem Knopf liegt irgendwie. Meister Hexer, du suchst nicht zufällig einen Lehrling? Langsamer. Ich reg mich nicht auf. Scheiß drauf. Schaffen wir jetzt einfach. Come on! So, diesmal hat er das nicht von alleine gemacht. Ich frage mich, woran das liegt. Bitte Geralt. Oh, fuck you, Mann! Du gehst genau durch die Puppe durch! Ich verstehe das einfach nicht. Okay, diesmal haben wir wirklich nicht getroffen, das gebe ich zu. Ja, diesmal haben wir nicht getroffen. Er sprintet einfach weiter. Ich drücke schon lange nicht mehr auf Sprinten. Oh, ey, das. Die Steuerung geht mir gerade super auf den Sack, weil es einfach nicht gut ist. Ist einfach nicht gut, die Steuerung. Man kann es von hinten treffen, das Ziel. Wir werden es wieder nicht schaffen. Meine Fresse, ey. Oh ja, schieß wieder von alleine, Geralt, toll. Fuck, jetzt kann ich nicht eher laden.